Was nützen uns Gewohnheiten? Soziologie in 60 Sekunden. Eine Antwort darauf geben uns die Soziologen Berger und Luckmann. Sie sagen, dass alles menschliche Tun dem Gesetz der Gewöhnung unterworfen ist. Immer wenn wir beispielsweise direkt nach dem Aufwachen Zähne putzen, verfestigt sich dieses Handeln für uns zu einem Modell, das wir künftig mit weniger Mühe reproduzieren können. Also zu einer Gewohnheit. Solche Gewohnheiten bringen uns den psychisch sehr wertvollen Vorteil der begrenzten Auswahl. Wir könnten nach dem Aufstehen nämlich 1000 verschiedene Dinge tun, aber durch unsere Gewohnheit reduziert sich diese Auswahl für uns auf eine Möglichkeit. Hierdurch haben wir den Kopf für andere Dinge frei. Die Soziologen sagen, vor dem Hintergrund habitualisierten Handelns öffnet sich ein Vordergrund für Einfall und Innovation. Und das war eine Antwort auf die Frage,